Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute habe ich für euch Tales of Symphonia Chronicles, die Collector's Edition für die PlayStation 3. Und bevor ich das auspacke, ein paar kleine Hintergrundinfos, weil vielleicht wissen das ja ein paar Leute nicht und wo meine Unboxings schon öfters geguckt hat, weiß, dass ich gerne auch so ein bisschen Hintergrundinfos zu den Sachen liefern, die ich auspacke oder es zumindest versuche. Tales of Symphonia Chronicles enthält zwei Spiele, und zwar einmal Tales of Symphonia, wie der Name schon sagt, von dieser Chronicles Edition, das bei uns 2004, wenn ich das richtig im Kopf habe, für den GameCube erschienen ist. Noch ausschließlich für den GameCube. Es gibt auch eine PlayStation 2-Version. Ich glaube, die kam aber nicht bei uns raus. Dazu gibt es, den Namen habe ich mir aufgeschrieben, weil ich so schlecht im Namen bin. Tales of Symphonia, Dawn of the New World, ist etwas neuer, kam bei uns 2009 raus für die Wii. Davon gab es auch eine PlayStation 3-Version, die bis eben, oder sagen wir mal, bis gestern nicht bei uns in Deutschland erschienen ist. Die ist jetzt auch hier in der Edition enthalten. Wie ihr schon an diesem Flatschen sehen könnt, ist das die EU-Version. Es gibt noch eine US-Version, in der ein paar Sachen mehr drin sind als bei uns, wie man es schon kennt. Da gehe ich aber näher drauf ein, wenn ich hier ausgepackt habe. Und ich habe irgendwo hier die Verpackung schon mal ein bisschen aufgemacht. Einfach um vor lauter Aufregung, weil Kamera läuft. Nein, eigentlich nicht. Ich vielleicht irgendwas kaputt mache, denn hier gibt es ein paar kleine Sonderdinger mit dieser Verpackung. Denn sie hat, was ich ja geil finde, einen Schuber. Es ist allerdings auch ein transparenter Schuber. Mit hier einem schönen Bild von den beiden Tales of Protagonisten. Zumindest sind sie auch auf dem Cover der Originalspiele. Auf der Rückseite sieht man kurz, was es gibt. Und auf der Seite sieht man das Logo, auf hier der Seite das Logo und das FS, der F, der FSK. Warum sage ich immer FSK? Der USK-Flaschen. Was bedeutet, dass wir auf dieser Verpackung hier keinen Flatschen haben und auch keine Infos zum Spiel. Deswegen zeige ich den jetzt mal kurz von allen Seiten. Also das ist Tales of Symphonia, Dawn of the New World. Also zumindest der Charakter. Ich muss gestehen, ich habe keines dieser beiden Spiele jemals gespielt. Deswegen entschuldigt mir und mich, wenn ich hier und da mal ein paar Sachen durcheinander werfe, weil ich bin mir nicht sicher, ob er zu der Wii-Welt, zu dem Wii-Spiel gehört oder zum GameCube. Das ist definitiv GameCube. Da haben wir hier nochmal ein schönes Bild davon. Und hier haben wir das Innenleben, denn das ist auch nur ein Pappschuber, also in Anführungsstrichen nur ein Pappschuber. Ich werde euch jetzt mal vorlesen, was hier hinten drauf steht. Währenddessen dürft ihr euch hier so ein bisschen den Schuber angucken. Erlebe erneut die unvergessliche Geschichte der Tales of Symphonia-Saga in HD. Folge in Tales of Symphonia Lloyd und der auserwählten Colette. Ach, sag mir nicht, dass das. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Mann, Frau. Na, das. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren berichtigen für alle, die das genauso wenig wissen wie ich. Und der auserwählten Colette, während sie zu ihrer Reise der Erneuerung aufbrechen. Einer Mission, um die Welt zu retten. Ja, wie ich schon sagte. Ach Gott. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich glaube, das kriege ich so nicht mehr rein auf die Schnelle. Hier oben Tales of Symphonia und Tales of Symphonia Dawn of the New World. Und ich würde sagen, lange genug gequatscht. Jetzt packen wir mal aus. Ich fange erstmal mit dem an, was vermutlich die wenigsten interessieren, und zwar das Handbuch. Unterschied zur S-Version, soweit ich das gelesen habe. Ich kenne die US-Version nicht. Ich habe mir davon kein Unboxing angeguckt. Aber die US-Version des Handbuchs soll angeblich in Farbe sein. Ich bin mir nicht sicher. Also wir haben hier wieder verschiedene Sprachen drin. Deswegen ist es auch so dick. Was nämlich, also
dick im Gegensatz zum PlayStation 3. Ich denke, da kann man sich ein bisschen ein Bild machen, wie dick dieses Handbuch ist. Schauen wir mal. Wir haben Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch. Ich weiß nicht, was Svenska und Sojumi ist. Das ist also für Leute, die da mit den Sprachen etwas bewandter sind. Ich hoffe, die Kamera kriegt das scharf. Ich bin mir da nie so ganz sicher, was die so treibt. Ich sehe das auf diesem kleinen Display nicht. Und gucken wir mal, wie lang denn diese Dame Deutsch. Erklärung des Zielbildschirms, weil das auch so schwer ist. Speichern und die Steuerung. Also das war jetzt von Tales of Symphonia. Das ist jetzt Tales of Symphonia Dawn of the New World. Titelbildschirm, Optionen. Und das war's auch schon wieder. Wie ich schon wieder kotzen könnte. Was ist denn mit diesen tollen, super schönen Handbüchern, wo wirklich auch Charakter vorgestellt werden und so ein Scheiß. Ach, das ist echt zum Heulen. Das ist wirklich zum Heulen. Dann schauen wir uns gleich mal das Spiel an. Dann haben wir das hinter uns. Ah, okay. Erstmal wieder mache ich das jetzt. Wieder Bandai-Registrierungsding, wo du wieder ein paar Punkte kriegst, wenn du es machst. Also so wie es auch Nintendo hat mit seinen Wii-Sternen, also mit seinen Nintendo-Sternen. Ich weiß es gerade nicht, wie die richtig heißen. Dann haben wir eins der Bonusse, das ist das Soundtrack, Disc 1. Ich denke mir mal, das ist rein Tales of Symphonia. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Tracks gemischt haben. Oh, das war falsch. Das macht mich gerade ein bisschen närrisch. Wir haben hier so ein Dings drin, wo das Soundtrack drin ist. Und die zweite Disc davon, dann vermutlich von Dawn of the New World. Hier der Unterschied zur US-Version. Wir haben zwei CDs. Die US-Version hat vier. Allerdings ist laut Namco Bandai eigentlich nur das Format daran schuld, in dem die CDs gepresst wurden. Die US-Version hat Audio-CDs. Und wir haben MP3-CDs. Deswegen passen bei uns auf die Disc natürlich dann mehr Lieder drauf als auf der S-Version, weshalb wir nur zwei CDs haben anstatt vier. Der Inhalt soll angeblich identisch sein. Und dann die Spiele auf einer CD. Gut, bei einer Blu-ray passt ja genug drauf. So, dann haben wir noch was beim Cover. Moment, vielleicht. Boah, da steht eigentlich alles dasselbe drauf. Ah, Stimmen hatte ich nicht vorgelesen. Das steht das hier auch drauf. Ja, und ich habe das nicht vorgelesen. Stimmen haben wir Englisch und Japanisch und die Texte sind in Deutsch. Also die Untertitel und so weiter. Das ist für ein bis vier Spieler. Mindestens 2531 Megabyte brauchen wir dafür. Kann mit Vibration gespielt werden und ist in 720p. Im Inneren haben wir leider kein Wechselcover, dafür aber die Trackliste von den zwei Soundtracks. Ja, wie ich mir gedacht habe, auf der ersten Disc ist Tales of Symphonia, auf der zweiten Tales of Symphonia Dawn of the New World. Und zwar haben wir insgesamt bei Tales of Symphonia 54 Lieder drauf und bei Tales of Symphonia Dawn of the New World 44. Da wurde sich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich glaube, insgesamt sollen das bis zu 190 Tracks sein, die es für beide Spiele insgesamt gibt. Es sollen aber auch Doppelte dabei sein. Also ich denke mal, dass es auch wieder nur so eine Auswahl ist von ein paar Tracks, ein paar guten. Sind auch großteils, ich glaube hier,
Das längste bei Tales of Symphonia sind 6 Minuten und 7 Sekunden und bei Dawn of the New World 5 Minuten 15. Ich bin gespannt. Ich kenne die Musik, wie gesagt, überhaupt nicht, weil ich nicht eins der Spiele gespielt habe. Als ich Interesse für Tales of Symphonia hatte, war das schon out of print. Also nicht out of print, sondern ich weiß nicht, wie man es bei Spielen nennt. Bei Büchern und Mangas nennt man es out of print, wenn die nicht mehr hergestellt werden. Und ich sehe es nicht ein, für ein gebrauchtes GameCube-Spiel 50 € aufwärts zu bezahlen. So, dann erstmal das. Und dann haben wir. Gott, ist die fest gebunden. Also das, so weit kriegt man es auf, wenn man es locker aufmacht. Ich knicke ja meine Bücher nicht. Ich hasse sowas, wenn ich im Buchrücken knicke habe. Wir haben hier ein Tales of Symphonia Successors of Hope. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist eine Novelle. Also kein Manga, sondern eine Novelle auf Englisch. Also keine deutsche Übersetzung. Hier soll angeblich der Unterschied zur US-Version sein, dass wir Softcover haben und in den USA gibt es das als Hardcover. Wie gesagt, also meine Infos, die ich jetzt euch zur US-Version gebe, sind alle aus irgendeinem Forum, beziehungsweise von Bildern, wo auch dort gepostet wurden. Denn bei uns endet es jetzt mit dem, was hier in diesem kleinen Karton drin ist. In den USA gibt es noch ein Steelbook und, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch ein kleines Artbook. Und die Schachtel soll nicht so soft sein wie bei uns, sondern richtig Hardcover. Naja, schauen wir mal. Also das ist jetzt das letzte Stück und jetzt bin ich nicht darauf vorbereitet, dass das zugeklebt ist. Ich habe jetzt natürlich hier auch nichts liegen. Moment. Ich habe hier Millionen von Scheißdreck rumliegen, aber nichts, was ich. Profinäher können auch Dinge mit einer Stecknadel aufschneiden. Also so wie ich. Weil ich bin awesome. Zumindest wenn es kein Panzerband ist. Panzerband würde ich damit vermutlich nicht aufbekommen. Zwar haben wir hier Tales of Symphonia Chronicles Chibi Kyon Kara Figures Limited Edition. Ja. Wir haben kleine Mini-Figürchen. Also das. Ich glaube, vergleichbar mit diesen SDs von. Ich habe welche im Regal. Oh, lass mich mal. Ich gehe kurz was holen. Moment. So, bin ich wieder. Ich habe mal zwei von meinen SD-Figürchen geholt. Also, wer mich auf Facebook verfolgt, sollte gesehen haben, was ich so an. Das ist eine große Figurensammlerin bin, sagen wir es mal so. Also, das sind zwei verschiedene Arten. Ich denke mal, von einem von den beiden dürfte das dann passen. Sind, also so wie ich es halt kenne, nicht zusammengebaut. Die muss man zusammenbauen. Das ist dann so wie hier. Die musste ich, glaube ich, da musste ich. Nee, die musste ich, glaube ich, gar nicht zusammenbauen, aber wie ihn hier. Gucken wir mal. Nein, nein, der Kopf ist eben nicht über den Tisch gerollt. Wir sind ja hier nicht bei einem Slasher-Film. Wobei meine Unboxings durchaus damit vergleichbar sein könnten. So. Da haben wir den Ständer. Sie hat Ständer gesagt. Ja. Dann hätten wir das auch geklärt.
unreifen Witz gerissen, abgehackt. Steck mir die mal zusammen. Die haben einen relativ großen Kopf. Im Vergleich zu ihm hier haben die einen relativ großen Kopf. Und sind auch relativ groß. Hat zumindest den Eindruck. Ich muss den Kopf nochmal abmachen. Und man hier den Ständer gut reinkriegt. So. Sie hat nochmal Ständer gesagt. So. Also ist ein bisschen größer wie der Standard, den man so kriegt. Oh, so ein Little Bit könnte aber auch an der Base liegen, die natürlich etwas größer und hübscher ist als die von ihm hier. Das ist halt einfach nur so durchsichtiges Plastik. Ich versuche das mal so ein bisschen. Ich hoffe, die Kamera kriegt die Madame scharf. Und ich weiß ihren Namen leider nicht. Tut mir leid, aber ich bin nicht so in dem Tales of Universum. Dann haben wir eine weitere Dame. Ihre Base sieht ein bisschen anders aus. Ist ein anderes Zeichen drauf. Und sie ist ein bisschen größer. Und wie ich sehe, ist da kein Pinöppel. Und ich hasse es, wenn ich da Figuren auf Bases draufstellen kann, ohne Pinöppel. Also ohne Halterung, ohne Stöpsel, den ich irgendwo reinstecken kann. Sie hat reinstecken gesagt. So. Heute bin ich echt in Fahrt, ne? Was das angeht. Sagen, das hier ist Samstag, wo ich das aufnehme, weil ich gestern Abend keine Zeit mehr hatte und da war es auch schon zu dunkel zum Aufnehmen. Wo ich dann zu Hause war. Ich hasse es, wenn ich Figuren auf Bases draufsetzen kann und die dann nicht mal richtig drauf sitzen. Weil darum. Schwanz. Was ist der Schwanz? Das ist der Schwanz. Gott, ist das ein Elend. Weil der Schwanz von der Katze hier so gebeult ist, bleibt sie hier nicht drauf sitzen. Ich liebe es. Na, mal schauen. Ob wir die Dame hier ein bisschen scharf kriegen. Ich hoffe es. Auch ihren Namen kenne ich nicht. Tut mir leid. Würde die Katze hier drauf sitzen bleiben, könnte ich das auch zeigen. Vielleicht kann ich sie so ein bisschen festhalten. Sie sollte eigentlich schön hier drauf sitzen, was sie aber nicht tut, weil irgendwas blöd gegossen ist. Und das ist es, weil hier ist auch nichts zum Festmachen. Könnte man sie einfach reinstecken, wäre das scheißegal, aber dann halt nicht. Oh. Sein Körper ist sogar in einem Karton drin. Männer kriegen wieder eine Extrawurst. Protagonisten kriegen wieder eine Extrawurst. So. Na komm raus. Seine Base. Ich habe wieder einen Haufen Müll. Nee, Moment. Hol mir mal seinen Körper und stopfen ihn da mal dran. Die Köpfe sind extrem schwer, dafür, dass sie so klein sind. Das ist voll Gussplastik. Weg. Und
last but not least, auch Körper in einem Pappkarton. Ich sage, Protagonisten kriegen wieder eine Extrawurst. Und die Haare tun weh, wenn man versucht, es zu reißen. Also nicht meine Haare, sondern die Haare von ihm, ihr, keine Ahnung. Ja, so, ich bin manchmal auch ein bisschen unvorbereitet, ich gebe es zu. Da hatte ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, ich ging davon aus, dass es ein Er ist. Ups, aufpassen, nicht die Haarsträhne abreißen. Wird vermutlich auch ein Er sein, und ich habe wieder nur Müll gelesen oder die haben Müll draufgeschrieben oder whatever. Jetzt fängt einer an zu sägen. Der geht gar nicht so tief rein wie bei den anderen, der Ständer. Nummerständer. Das könnte etwas frickelig sein mit ihm. Ihr, es. Geht nur ein paar Millimeter rein. Oh, jetzt habe ich den. Ja, das meinte ich. Base nicht gezeigt. Das hört nämlich so gut wie gar nicht, weil es geht kaum rein. Wenn man sich das da hinten anguckt, es gab nicht viele Möglichkeiten, wo man hätte den Ständer dran machen können. Das ist wieder so eine von den Figuren, die man nicht anfassen darf. Also zumindest so wenig wie möglich versuchen anzufassen. So, das war's im Inneren. Das ist, finde ich, ganz gut. Wenn man sie wieder einpacken möchte, kriegt man die dann einfach so schön rein. Und die gehen nicht kaputt. Das ist gut gemacht. Und ja, das war die Tales of Symphonia Chronicles Edition. Das legen wir mal so da hier so hin. Das stellen wir mal da so hin. Handbuch braucht kein Mensch. Keiner stellt sich ein Handbuch ins Regal. Das stellen wir die mal hier oben drauf. Irgendwie, wenn es ein bisschen eng wird. So, irgendwie. Ja, und das ist eine fallende Katze. Mietz. Katze. Da. Sehr so knautschend ist mein Müllsack, den ich an den Tisch geklebt habe, wenn ich nähe. Das ist extrem ärgerlich mit der Katze. Dass die hier einfach nicht sitzt. Die so eine schöne Schräglage hat. Liegt vermutlich nicht mal, weil ich an dem Schwanz ist extrem schief, so nach unten, so nach hinten hin. Ja, dann die Katze schläft. Den räumen wir mal weg. Wer sich fragt, im Übrigen, was das hier ist, das ist Rind von Vocaloid. So. Random Infos, random. Ja, das seht ihr überhaupt alles. Naja, das ist jetzt weniger, aber das ist auch eher etwas uninteressanter. Das war die Collector's Edition von Tales of Symphonia Chronicles. Verglichen mit der US-Version natürlich wieder etwas mager.
Wer bei GameStop vorbestellt hat, kann Glück gehabt haben und eine der Handytaschen, die es gab, als Vorbestellerbonus ergattert haben. Können Duden tun. Allerdings sind auch sehr, sehr viele leer ausgegangen, weil Namco Bandai da scheinbar extrem knausrig gewesen ist. Also ich weiß von einem GameStop, der bloß eine einzige Handytasche bekommen hat. Amazon-Kunden haben natürlich mal wieder nichts gekriegt. Wie so oft. Ich weiß gar nicht, warum ich schon bei Amazon bestelle. Bei GameStop gibt es relativ viele Vorbestellersachen. Bei Tales of Xillia hatten die auch ein Steel Case, das man bei Amazon nicht bekommen hat und so Scherze. Naja. Bis auf diese Figur, ne, finde ich das Set eigentlich richtig süß. Vor allem, die kriegt man halt so nicht zu kaufen. Das ist halt das Nächste. Also für mich als Sammler natürlich, als Figurensammler natürlich extrem geil. Bei Tales of Xillia fand ich die Figur halt nicht so hübsch, deswegen wollte ich die eigentlich nicht haben. Ja, nur Katze ist halt extrem ärgerlich. Und ja, mal schauen. Das ist eigentlich auch geplant, dass ich da mal ein Let's Play von mache. Mal gucken, ob ich noch dazu komme. Irgendwann. Ich habe so viel geplant und so viel noch offen. Aber das Unboxing ist zumindest schon mal wieder vorbei. Wieder ein Projekt beendet. Und deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt Feierabend und wir hören uns dann bei einem meiner anderen Videos oder bei einem meiner Let's Plays. Bis dann.